Herzlich willkommen zurück zu Minecraft in der Minecraft-Welt Shadowfall. Ich bin euer Tembo67, der Silver-Streamer. Ich begrüße meinen Schatz, die Schokoliebin. Hallöchen. Hallöchen. Die ist schwer an der Arbeit. Was haben wir gestern gemacht? Mühlchen gebrannt, bis der Arzt kommt. Unser einer ist zweimal gekrebelt. Ja, wir wollten das Aluminium herstellen, hat nicht geklappt. Aluminiumbarren gibt es, okay. Kann man ein bisschen Aluminium herstellen? Aluminiumkies haben wir noch ein bisschen. Den schmelzen wir mal. So, ich gehe wieder an die Arbeit. Bis dann. Ja, ich versuche jetzt mal, dieses Alumit mal herzustellen. Was soll ich für Holz von unterwegs mitbringen? Irgendwelches. Ist egal was. Ja, irgendwelches ist weitläufiger Begriff. Jetzt sag an. Irgendwas. Schmolzen Obsidian haben wir. Blut haben wir. Bronze. Birkenholz, Eichenholz. Irgendwas. Bring irgendwas mit. Okay. Irgendwelches Holz. Aber Eichenholz wäre nicht verkehrt. So, wollen wir mal gucken. Materialien und du. Das Buch gucken wir uns erstmal an. Dann gucken wir mal. Das ist dieses hier alles. Das ist der Tisch, den haben wir gebaut. Ja. Slime Channel, Bauntisch, Pünktchen, Barrikaden. Seolblitz macht man so. Ja, das wissen wir auch. Das sind die Bücher. Es ist Nachtsicht, kann man machen. Cool. Das soll man vielleicht mal machen. So eine Nachtsicht. Zum Aufsetzen. Brauchen wir da. Goldene Krotten, Feuerzeug. Cool. Gucken wir mal. Damit, Ninja. Damit haut man stärker. Ah, dazu brauchen wir noch Lohnstaub. Den haben wir noch nicht. Das sind die Flügelchen. Die haben wir gebaut. Wieder. Slimeschirm, Speed. Das Autorepair, ja. Sprungstiefel. Okay. Das war noch nicht das richtige Buch. Das war es nicht. Okay. Ich wollte das hier haben. Schmelzerei, Materialien, das wollte ich doch haben. Ich habe das verkehrte Buch genommen. So, ich gehe dann erstmal auf Achse hier. Mach das. Materialien hier. Wood, Eisen, Stone, Kaktus, Flint, Bone, Alumite. Hier haben wir den Alumit-Barren, das ist gut. Müssen wir nur mal gucken, wie wir das Alumit herstellen. Das Kobalt, Adit, ja, das ist klar. Manylium, das ist klar. Wenn man das herstellt, steht auch nicht drin, das ist ja interessant. Kupfer, Stahl kann man machen. Steht aber nicht drin, wie man was macht. Das ist sehr merkwürdig. Ach ja. Auto Repair. Stahl. Volle Haltbarkeit 974. Cool, wie stellt man Stahl her? Steht hier leider nicht drin, wie man Stahl herstellt. Schade. Vanillium auch nicht. Kobalt, Adit, Papier. Vanillium, Volle Haltbarkeit 3000. Stahl hat 974. Alumite hat aber Grip mal 1,5 Alumit. Das beste oberhalb sein. Alumit.
Und nun mal wissen wir, wer Alumit herstellt. Steht in dem Buch leider auch nicht drin. Materialien du. Steht es in der mächtigen Schmelzerei vielleicht drin? Das könnte sein. Guck mal hier mal rein. Da, Alumit. 5 Aluminium, 2 Eisen und 2 mal Obsidian. Das Aluminiumbarren, Eisenbarren und Obsidian. Okay. Das sollten wir, glaube ich, mal hinkriegen. Hm. So. Aluminium. Haben wir hier irgendwo Aluminium? Gut. Oh, ganz Aluminium ist es weg. Bist. Ganz Aluminium-Kies ist weg. Hat sich irgendwo verbunden. Schmolzenes Eisen, schmolzenes Gold. Das Duralinium. Und das Gold. Dann schmelze ich noch mal ein bisschen Gold erstmal ein, wa? Was hältst du davon? Ja. Das Gold hier erstmal rauskommt. Wir sind drin, wie Gold. Da wird eigentlich nicht mehr drin sein, ne? Ja, das ist ein Kupferbarren. Okay. Schon 8 Kupferbarren. Oh ja, 8 Kupferbarren. Das ist ja Kupferbarren. Aluminiumbarren. Kupferbarren. Dann packen wir die mal hier mal in die Kupferbarren. Müssen auf jeden Fall ganz viel Duralumium, Eisen, Bronze. Und nochmal 1700 davon. Bronzeblock hin. Gucken wir mal. Okay, der Bronzeblock ist durchgefegt. Da kommen sie unten raus, der Bronzeblock. Genau. Nehmen wir erstmal. Bronzeblock machen wir mal. Ganz viele Bronzebarren. Ich weiß noch nicht, was wir mit den Bronzebarren gleich machen werden, aber müssen wir die Schmelze klein kriegen und dann brauchen wir wieder einen Aluminiumkies. Vierundvierzig am meisten. Jetzt haben wir 12 Bronzebarren. Haben wir hier schon irgendwo für Bronze drin? 10 Barren, 10 Barren.
Kommen Sie. Jetzt haben wir hier ganz viel Sachen verbraten. Wir haben kein Kies mehr, kein Aluminiumkies mehr. Das finde ich jetzt echt doof. Haben wir noch was am Obsidian? Ein, zwei. Wie viel Aluminiumbarren haben wir hier? Aluminiumerz braucht man dafür, ne? Oder brauchst du Kies? Ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Brauchst du Aluminium? Wenn du unterwegs welches findest? Oh, Aluminium-Erz Scheiße. Aluminium-Erz habe ich hier gefunden, zwei Stück. Ja, bitte mitbringen. So, verkehrt einsortiert, ich blöd mal. Kurz aufschießen. Hier ist irgendwo ein Werwolf bei mir. Mal gucken, kriegen wir das hin. Jetzt haben wir 10 Aluminiumbarren und dieses Metall da hinkriegen. Wie können wir auch Stahl machen? Was? Irgendwo ist ein Werwolf hier, das höre ich doch. Zwei Iron. Zwei Eisen brauchen wir noch. Okay. So, 4 Eisenbahnen brauchen wir jetzt noch. Ich habe ja gar kein Eisen mehr. Wo sind die ganzen Eisen hin? Also ich habe jetzt nichts, ich habe nur wieder welches im Gepäck. Ich schmelze mal ein bisschen Eisen. Haben wir noch ein bisschen was? Ich schmelze hier so viel drauf, weil ich meine Hacke ja repariert habe. Eisen. Gieß mal ein paar Eisenblöcke hier. So, 3 Stück müssen wir eigentlich hinkriegen. So, dann machen wir jetzt wieder kaputt. Oder mal brauche ich gar keinen Eisenblock. Das ist egal, den mache ich mal kaputt hier. Ich brauche 4 von denen. Das heißt, die 5 packen wir hier wieder rein. Uns kann nichts passieren, wir haben ein Dach über dem Kopf hier mittlerweile schon. Ja, später. Das Eisen schmilzt noch. Ich warte hier noch. Irgendwo ist hier ein Werwolf. Da kann er auch bleiben, wo er ist. Interessiert mich nicht. Ich bin gestern zweimal gekrepelt. Ja, die Nachbarn sind auch wieder draußen. Die brüllen schon wieder. Sie rufen nach mehr. Sie kriegen aber nicht mehr. Ist hier eine Spinne hier oben? Im Dunkeln? Glaube ich doch nicht, oder? Also. Wo bist du denn? Ach, das ist das Banner hier. Oh, schon schrecklich. Was steht da denn? Guten Tag, hallo erstmal, sieht gut aus, ja, sehr schön, ja. Kann man hier Bücherregale hinbauen, das sieht klasse aus, das hat hier alles was. Das gefällt mir. Gehen wir hier mal wieder runter. So, das ist jetzt geschmolzen. Wir nehmen 4 von denen. 4 von denen.
Und wie das klappt jetzt nicht. Da bin ich jetzt mal gespannt. So, wo bist du? Unterwegs irgendwo, ne? Unterwegs, ja. Auf der Suche gleich wieder nach Ton. Und gerade ist ja Nacht, ne? Oh, es macht nichts. Oh, ich bin hier runtergefahren. Wollte ich eigentlich gar nicht. Ja, ist hier irgendwas, was mir Angst macht? Was ist eigentlich in der Truhe hier draußen noch? Was ist da noch drin? Ach, ein Borkenkäfer kommt aus dem Wald. Aua. Pflastersteine haben wir hier noch. Und Mass, okay. Kies haben wir hier auch noch. Was von wo? Au. Leicher sind doch widerlich. Ja. Eindeutig. Was ist denn hier? Kommt auch noch? Au. Du bist ein wütender Zombie. Hat sich ausgewütet. Ich geh wieder rein, das ist so kriminell hier. Gibt mir ja Angst. So, rein damit. So, wollen wir mal gucken. Hat sich das Ganze jetzt hier. Was haben wir hier drin? Es verbindet sich nicht. Das ist ja merkwürdig. Warum nicht? Ich kriege nicht. Das ist hier nicht drin, dieses Besondere. Das ist, irgendwo ist ja ein Fehler im Mod drin, so ein Ärger aber auch. Hier ist ganz viel geschmolzenes Obsidian drin. Blut. Ist ja doof. Okay, Stahl. Wie kann man Stahl herstellen? Ich glaube, für Stahl braucht man Eisenbarren. Mache ich noch ein Stahlschwert vielleicht. Oh, dieser Ofen ist leer. Ein Brennstoff. Mal gucken, was geht. Geht so Stahl? Mal gucken, was kommt mal raus. Er hat noch, der Hinterhof hat gar nichts hier drin. Okay. Den geben wir mal ein bisschen was. Mal gucken, kommt da Stahlball raus? Eisenbarren kommen da raus. Ganz normale Eisenbarren. Refined Eisenbarren. Aha. Refined Eisenbarren. Okay. Auf Deutsch habe ich Refined Eisenbarren. Was kann ich daraus machen? Dann machen wir daraus auch die Sachen. Refined Eisenbarren. Jetzt Einschmelzer, Refined Eisenbarren. Das ist ein normaler. Das Rezept haut irgendwie nicht so richtig hin. Obsidian haben wir drin, der geschmolzene Duralurium. Ganz viel. Total viel.
Schmelzer, Refined. Mache daraus jetzt eine Schwertklinge. Ich habe keine Form für eine Schwertklinge. Ist ja interessant. Das heißt, ich brauche jetzt erstmal eine Form für eine Schwertklinge. Schwertklingenschablone, jawohl. Machen wir mal. Die zwei kommen damit hin. Gehen wir mal zum Toolbauer. Okay. Jetzt haben wir die Schwertlinge. Das taucht so an, er fällt wieder zu normalen Eisen. Oh. Hatte einen Baum noch mal reingepackt. Refined. Ich bin gerade etwas verwirrt. Kann ich so nicht machen, das ist Refined Eisen. Das Eisen schmelzt, ist wieder so, also komme ich damit auch nicht weiter. Das wieder brenne, kommt nur Refined raus. Och, dieses Tinkers, das raubt mir gerade den letzten Nerv. Blut. Ich habe hier nicht meine Sache drin. Ist ja irgendwas in der Config nicht freigegeben, aber ich habe gestern auch geguckt. Passt. Duralurium ist Eisenersatz. Das heißt, hiermit können wir jetzt schon mal. Ist Goldersatz. Damit können wir uns hier unsere Schablonen machen. Schwertschablone beispielsweise. Barrenform. Das ist gerade so ein bisschen frustrierend irgendwie. Ja, bei mir auch gerade ein bisschen. Spitzhackenkopf machen wir. Was machen wir noch? Hier so eine große Chesterplate machen wir hier noch. So, daraus machen wir jetzt einen Schablonenbauer. Kupfererz, brauchst du sowas? Mal mitbringen. Einmal das. Und dann machen wir hier sowas. Sowas und sowas. Ich kann das Duralurium hier abbauen. Das hat uns jetzt irgendwie nicht groß weitergeholfen. Schade, hätte gerne schöne Metall gemacht. Naja, Spitzhackenkopf. Alles Mülle. Ah, wir haben ein paar Sachen hier schon wieder gemacht. Ist ja nicht verkehrt. Eisen bringe ich auch wieder mit. Wo habe ich denn?
Mithacken Guss vom Hammerschwert, okay. Mal kurz mal so. Obsidian. Wenn ich. Abbau-Level Obsidian. Toll, das hilft mir auch nicht groß weiter. Ich brauche ja irgendetwas, womit ich Kobalt und Adit abbauen kann, ne? Ja. Das geht nur bis Obsidian, das ist doof. Abbau-Level Obsidian, auch nur. Wenn ich jetzt aber vielleicht. Das ist ja Eisen. Warte mal, ich will mal was probieren. Warte mal kurz. Was ist Obsidian? Da. Ich baue jetzt hier eins. Entweder mache ich meine Hacke jetzt kaputt dadurch oder nicht. Jetzt habe ich ein Obsidian-Dings benutzt. Wenn ich jetzt eine ganze Woche Tool forsch, kann die Klinge hier nicht ändern. Ist ja interessant. Ich kann die Klinge nicht wechseln. Das finde ich aber äußerst doof. Ehrlich gesagt, dachte ich, könnte das machen. Das geht gar nicht. Ich wollte doch nur das Ganze so ein bisschen auswechseln. Werkzeugesser. Ich habe meine Axt. Egal wie ich drehe und wende. Reparieren und modifizieren. Ja klar, so super. Ja klar, mach ich ja. Ich brauche jetzt irgendetwas, womit ich kann hier nichts weiter abbauen. Das heißt, ich kann die Klinge auch schon mal nicht tauschen. Das ist doof. Warum kann man die Klinge nicht tauschen? Kampfschild. Ich kann die Klinge nicht tauschen, das finde ich doof. Das heißt, jetzt habe ich hier eine Obsidian. Na gut, dann muss ich mal gucken. Haben wir Papier? Machen wir Papiergriff. Papiergriff. Werkzeuggriffschablone. Genau. Ja. Wir brauchen eine Axt, um diese besonderen Metalle abzuarbeiten, ne? Mhm. Und sonst kommen wir damit ja nicht weiter. So, und dann brauche ich eine Bindung aus Metall. Eine Bindung haben wir hier noch gar nicht.